Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, am Mittwoch, dem 24.10.2012. Magdeburg. Normalerweise gilt Politik als eintönig und nur was für Erwachsene. Doch heute übernehmen Schüler das Steuer. In einem außergewöhnlichen Projekt können Schüler von 13 bis 16 Jahren einmal selbst Politik erleben. Und nun schalte ich live zu meinen Außenreporterinnen, die Ihnen genaueres darüber erklären werden. Hallo, wir sind hier am Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Und hier findet gerade das Schülerparlament Zukunftsprojekt Erde statt. Wir werden heute den ganzen Tag Leute interviewen und darüber berichten, was hier so los ist. Nun zurück ins Studio. Danke. Nun begrüßt Landtagspräsident Gürth die Schülerinnen und Schüler im Plenarsaal. Normalerweise sitzen auf den Bänken nur Persönlichkeiten, nur Männer und Frauen aus Sachsen-Anhalt, die es geschafft haben, dass einige tausend Bürger dieses Landes an einem Wahlsonntag aufgestanden sind, in einem Wahllokal gegangen und haben gesagt, da machst du ein Kreuz, der ist ganz in Ordnung, oder die ist Duft, die schaffen. Guten Tag, Herr Gürth. Was sind denn Aufgaben eines Landtagspräsidenten? Ja, der Landtagspräsident hat eine Reihe von repräsentativen Aufgaben. Er ist protokollarisch der erste Mann im Land, empfängt die Botschafter, vertritt das Parlament gegenüber Staatsgästen und nach außen. Und wenn er für das Parlament eine Erklärung abgibt, geht das für alle. Warum unterstützen Sie denn dieses Projekt und was ist Ihre eigene Meinung dazu? Da wächst eine neue Generation von Spezialisten und engagierten Menschen heran, ohne die kein Land eine Zukunft hätte. Schon das allein ist Grund genug, das Projekt zu unterstützen. Schön, dass Sie da sind. Danke, Herr Präsident. Gerne schön. Herzstück dieses Projekts ist die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Wissenschaftlern. Unser Reporterteam hat einige dieser Experten im Landtag befragt. Wie finden Sie das Projekt? Im Prinzip gut. Für die, die nicht von alleine ganz begeistert sind, vielleicht noch ein paar andere Formen, vielleicht noch ein bisschen mehr Wahlmöglichkeiten dabei haben, aber im Prinzip eine tolle Sache. Welche Erwartungen haben Sie an das Projekt? Na, ich hoffe, dass auch die Schülerinnen und Schüler so zu eigenen konzeptionellen Überlegungen kommen, also sich selbst so eine kleine Agenda aufbauen. Das und das könnten wir bewegen mit unseren Möglichkeiten. Da und da könnten wir mitmachen. Wenn ich dazu Anregungen geben könnte, da wäre ich sehr froh. Was halten Sie von diesem Projekt und was reizt Sie an diesem Thema? Also ich finde es sehr wichtig, dass sich gerade junge Menschen sozusagen mit Demokratie, mit Parlamentarismus auseinandersetzen und auch mit ihren Beteiligungsmöglichkeiten. Ich habe das selber auch mal getan. Ich habe als Jugendlicher am Jugendparlament für Europa teilgenommen. Ich finde, es ist einfach eine wichtige Sache, dass sozusagen sich Jugendliche engagieren. Wie gefällt Ihnen die Arbeit mit den Schülern? Ich finde das Projekt sehr gut, weil ich es für extrem wichtig halte, dass alle Leute auf dieser Welt Zugang zu Wissen haben müssen. Und auch in diesem Fall, dass ich hier bei diesem Projekt bin, hängt auch damit zusammen, dass ich aus wissenschaftlicher Mitarbeiter aus öffentlichen Mitteln finanziert werde und dafür auch die Person, die mich aus öffentlichen Mitteln finanziert, etwas zurückgeben möchte. Das heißt, dass ich jetzt euch erkläre, wie die Volkswirtschaft funktioniert. Einer der Wissenschaftler ist sogar mit einem zu seinem Fachgebiet passenden Fahrzeug unterwegs. Was ist Ihre Meinung zu diesem Projekt? Also ich halte es für sehr sinnvoll, dass man schon in, sage ich mal, junge Alter mit solchen Themen konfrontiert wird und vor allem auch lernt, wie der Umgang mit den ganzen Sachen sowie Landtagbetrieb sozusagen konfrontiert wird und dass man davon sehr viel schon in früheren Zeiten lernen kann, damit man weiß, wie das funktioniert. Neben der Arbeit mit den Wissenschaftlern haben die Schüler auch die Möglichkeit, Abgeordnete des Landtags von Sachsen-Anhalt kennenzulernen. Wie gefällt Ihnen denn die Arbeit mit den Schülern hier? Ja, bis jetzt gut. Ich habe ja noch eine Gruppe gleich vor mir. Wir haben gerade über das Thema Wirtschaft gesprochen, Zukunft des Euros, Griechenland, also ganz kleine, unbedeutende Fragestellungen diskutiert. Also es hat schon richtig Spaß gemacht und es hat auch viele Fragen gegeben. Am Anfang habe ich gedacht, Sie sind ein bisschen schläfrig, aber ich hatte mich dann getäuscht.
Wir sind ganz gut ins Gespräch gekommen. Ja, also wie gesagt, mir hat es Spaß gemacht, die Ideen zu hören. Ich war in einem Raum, in dem zu Ernährung, also zur Bekämpfung des Hungers auf der Welt, Ideen präsentiert wurden. Wie hat dir das Projekt bisher gefallen? Ja, ich finde das ganz spannend eigentlich. Also wir haben viel gemacht und wir sind ja durch die Stadt gelaufen. Das Projekt hat mir bisher sehr gut gefallen. Wir haben viele Dinge beleuchten können und auch mit Problemen der Welt beschäftigt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt weiß ich auch ein bisschen mehr und kann es auch in der Schule anwenden, falls man es halt braucht. Am Ende des Projekts steht die große Abschlussdebatte, in der die Schüler ihre Themen vorstellen und die Zukunft der Menschheit diskutieren. Moritz hat das Wort. Spannende 3 Tage gehen zu Ende. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Sie schalten auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir aus Hannover und München berichten.